Denn im ersten Lauf gab es heute wenig zu lachen, zumindest aus Schweizer Sicht. Daniel Albrecht erwischte es kurz nach der ersten Zwischenzeit. Ein Innenskifehler nach wenigen Metern. Direkt nach Daniel Albrecht, Didier Defago, der konstanteste Schweizer Riesenslalomfahrer. Kurz vor der Albrecht-Stelle, auch er schied aus, ja gibt es denn sowas? Albrecht und Defago mit praktisch identischem Fehler, die Stelle wurde zur Schweizer Falle. Marc Berto, der Nächste, versuchte die totale Tristesse zu verhindern. Berto war auch gut unterwegs, bis kurz vor der zweiten Zwischenzeit. Eieiei, was war nur los in Kranjska-Gora? Bis Didier Küsch kam. Hochmotiviert, wie wir es von ihm kennen. Im Hinterkopf das Selbstvertrauen und das Wissen. Ich bin zurzeit in absoluter Topform. Wie meisterte er die neu benannte Schweizer Falle? Er kam durch und wie, Didier Küsch war oben sehr schnell unterwegs. Seine Fahrt zwar holprig und hektisch, die Piste wurde zunehmend unruhiger. Kein Wunder, die Temperaturen wie so oft in dieser Saison einfach viel zu hoch. Trotzdem, Küsch kam durch, es reichte zu Platz 7 im ersten Durchgang. Er war heute die große Nummer, Benjamin Reich. Der Österreicher in beneidenswerter Form mit zwei absolut fehlerfreien Fahrten holte er sich seinen vierten Sieg in Kranjska-Gora. Und sogar noch mehr. Dank dem Sieg schnappte er Axel Swindal das Trikot im Riesenslalom-Weltcup weg. Das wird ein spannendes Finale in zwei Wochen in der Lenzer Heide. Reich gewann vor François Burg und Massimiliano Blardone.